Herzlich willkommen zum Weltglückstag überhaupt des Jahres des Lebens. Und wir haben wunderschöne Dinge für euch vorbereitet, nämlich die große Glückschallenge. Und zwar werdet ihr die nächsten 20 Tage, also fast 3 Wochen, von uns lauter wunderschöne Impulse bekommen. Und unser Team hat auf Hochtouren daran gearbeitet und ganz, ganz wundervolle Impulse und Motivationen für euch vorbereitet. Genau, also auch von mir ein herzliches Willkommen. Wir haben ganz viel vor. Also ja, einmal ja, Weltglückstag haben wir und die nächsten 20 Tage wollen wir uns nur mit dem Glück beschäftigen. Das heißt, wir haben die nächsten 20 Tage tatsächlich ganz viel vor. Also einmal werdet ihr jeden Tag von uns eine Mail bekommen, also ein Glücksimpuls, wo wir euch auffordern, eine gewisse Aktivität zu tun, weil man hat herausgefunden, das Glück ist nicht etwa ein großes Ding, was uns auf uns hereinprescht, also der Lottogewinn. Ja, natürlich macht er uns glücklich, aber der macht uns nur kurzzeitig glücklich, denn man weiß, jeder von uns hat so sein ganz persönliches Glückslevel, also so, wie er die Welt betrachtet. Es kann sein, dass wir eher negativ drauf sind oder eher positiv. Also das Glas ist vielleicht halb voll oder halb leer. Und dementsprechend hat jeder so sein ganz persönliches Level, so wo er sagt, ja, das ist so mein Glücksempfinden. Und man hat aber herausgefunden, dass dieses Glückslevel, ja, das ist zu 20% genetisch bedingt. Zu 10% natürlich auch so das ganze Umfeld, was dann so um uns herum passiert. Aber zu 70% können wir das Glück selbst beeinflussen. Also wir haben zu 70% es selber in der Hand, ob wir glücklicher sind, ob wir zufriedener sind, ob wir ein inneres Wohlempfinden in uns aufbauen können. Das heißt, und auch da ist es so, es sind nicht die großen Dinge, wie wir unser Glückslevel, unsere Glücksebene anheben können, sondern es sind die kleinen Routinen, es sind die vielen, vielen kleinen Dinge. Und deswegen haben wir vor, die nächsten 20 Tage dir ein bisschen dabei zu helfen, dass du glücklicher wirst. Genauer gesagt müssen wir sagen, wir helfen dir, damit du dich selbst ein bisschen glücklicher machen kannst, also du selbst dein Glückslevel anheben kannst. Und deswegen wird also jeden Tag Folgendes passieren. Du bekommst eine Mail mit einem Glücksimpuls, wo wir dir ziemlich genau beschreiben, was du an diesem Tag vielleicht tun könntest. In dieser Mail findest du gleich oben einen Button, da steht dann drauf zum Video. Das heißt, du bekommst auch jeden Tag ein Video, in dem ich dir in 5 Minuten, 8 Minuten, 9 Minuten erzähle, warum dieser Impuls so wichtig und wesentlich ist, warum er auch so effektiv ist, was auch die Psychologie dazu sagt, auch die Hirnforschung und wie wir es am besten ausüben können und werde so ein paar Geschichten auch dazu erzählen. Gleich darunter gibt es noch einen Button und da steht drauf, Pierre liest dir diese Mail vor. Das heißt, falls es also gerade dunkel ist und du bekommst die Mail oder bei dir irgendwie geht dein Computerlicht nicht, darunter findest du noch einen Button und da steht drauf, Pierre liest dir diese Mail vor. Und tatsächlich werde ich mit meiner samtweichen Stimme dir genau erzählen, was in dieser Mail steht. So. Und das kannst du auch downloaden. Du kannst es dir also auch sozusagen immer wieder anhören. Wenn du dann weiter nach unten scrollst, also bei dem Impuls ganz, ganz runter, wirst du ganz unten nochmal 2 kleine Buttons finden. Und auf dem einen Button, wenn du draufklickst, steht Workbook. Wir haben nämlich ein großes, ausführliches Workbook gebaut. Und in diesem Workbook findest du auch ganz viele Impulse, aber auch ganz viele Fragen und ganz viele Dinge, wo wir dir immer wieder Anreize geben, die du selber ausfüllen kannst, damit du tatsächlich so Haken setzen kannst, wo du dich gerade befindest. Aber auch, wo du selbst kontrollieren kannst, wie ist denn das? Also am ersten Tag habe ich dieses Glückslevel, fühle ich mich bereits am 5., 6., 7. Tag vielleicht schon glücklicher. Was macht eigentlich diese Glückschallenge mit mir? Verändert sich da tatsächlich etwas? Und dann gibt es daneben noch einen Button. Also ihr seht, wir haben uns wirklich lange, lange vorbereitet und viele Gedanken gemacht. Und daneben gibt es einen Glückstracker. Das heißt, da kannst du dann jeweils abhaken, welche Übung du gemacht hast, wie es dir dabei gegangen ist, ob du dabei tatsächlich sagst, oh, das möchte ich gerne wieder machen, etc. Dann haben wir noch mehr vor.
Also jeden Tag eine Impulsmail, dann jeden Tag ein Video, dazu jeden Tag, aber auch bitteschön, lasse ich dir das, da kann ich dir die Mail vorlesen. Gleich darunter wirst du noch ein Workbook finden, damit du die 20 Tage auch intensiv an deinem Glück mitarbeiten kannst. Und es gibt noch einen Glückstracker. Dann werden wir nicht nur heute live sein, sondern wir sind noch zweimal live. Und zwar, ich habe mir das hier rausgeschrieben, damit ich dir die Daten sage. Du musst aber die Daten jetzt noch nicht mitschreiben, sondern wir sagen es dir natürlich immer wieder rechtzeitig. Also heute, klar, sind wir hier. Das dann, ist der Kickoff. Yay, genau. Weltglückstag. Dann am 31. März, wieder um 20.30 Uhr, sind wieder wir beide da und machen so ein Zwischenresümee. Wir wollen da wissen, okay, wie ist es dir denn eigentlich ergangen? Wo befindest du dich gerade? Und dann werden wir am 5. April, da wird dann Janine Gruner, einige von euch kennen die ja schon, diese Empower Management Coaching, wird ganz viel über Glück und über die Leichtigkeit von Glück erzählen, auch eine ganze Stunde. Das ist dann schon um 19 Uhr. Und dann werden wir am 9. April, werden wir beide nochmal da sein und dann werden wir alle zusammen eine sogenannte Glücks-Challenge-Abschlussparty machen, also wo wir einfach mal uns selber aufleben lassen, erzählen, wie es uns geht und mal schauen, wie glücklich sind wir tatsächlich in dieser Zeit geworden. So, das ist das, was wir vorhaben, die nächsten 20 Tage. Das, der große Sinn dieser ganzen Glückschallenge ist, ihr wisst ja, wir sind sozusagen die Glücksbringer schlechthin und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass jeder Mensch lernen kann, üben kann, wieder sich selbst glücklich zu machen. Denn es gibt ja diesen Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied und die Verhaltensforschung hat das auch bewiesen, wie der Pierre eingangs gesagt hat. Nur 20% ist genetisch vorbedingt. Also wenn du in eine optimistische Familie hineingeboren worden bist, die immer das Glas voll gesehen hat, egal wie voll es war, dann hast du nicht nur Glück, sondern du kannst natürlich auch darauf aufbauen. Dennoch ist es so, dass das nur 20% ausmacht. Das heißt, du hast 70-80% die Chance, durch Bewusstheit, durch deine Gedanken, durch deine Taten, durch die Dinge, die dich glücklich machen, tatsächlich ein Glückslevel und zwar dauerhaft zu erreichen. Und diese Glückschallenge ist genau dafür da, dass du jeden Tag dran bleibst. Denn wir kennen das alle. Wir sind ja nicht dauerhaft ununterbrochen den ganzen lieben langen Tag glücklich. Das ist eine richtig große Challenge. Besonders jetzt zu diesen herausfordernden Zeiten ist es eine ganz besondere Herausforderung, immer wieder sich hochzuhalten und zu sagen, das schaffen wir auch noch, das kriegen wir hin. Und die ganzen Ängste und Sorgen und Zweifel hinter sich zu lassen oder zu sagen, okay, ich atme da durch, ich schreibe mir das auf, ich gucke mir das an, um dann wieder das ins Positive zu wenden. Denn wenn wir positiv bleiben, und das ist eben das Spannende daran, also ich erzähle euch mal so ein bisschen was über unser liebes Gehirn. Wir sind ja ein wunderbares Säugetier und das Gehirn hat verschiedene Grundeinstellungen und eine große Grundeinstellung schließt die andere aus, nämlich wenn wir gestresst sind, wenn wir Angst haben, wenn wir Sorgen haben, wenn wir Zweifel haben, wenn wir down sind und wenn alles irgendwie so, oh, wie schlimm ist das denn, dann schüttet das Gehirn Stresshormone aus und wir haben keine Chance mehr, positiv zu sehen. Wir haben keine Chance mehr, Lösungen zu finden und tatsächlich uns auch selber wieder rauszuholen. Dazu braucht es Tools. Tools, das englische Wort für mentale Werkzeuge. Dafür braucht es das. Und wir haben nicht nur bei Happiness House, sondern bei dieser Glückschallenge können ja alle mitmachen, alle, auch die, die nicht Mitglieder sind. Ihr alle bekommt von uns immer wieder Tools an die Hand, wie ihr euch mit Leichtigkeit wieder aus diesem Loch rausholen könnt. Und das Tolle beim Gehirn ist, es ist ja sehr flexibel und es ist sehr lernfähig. Das bedeutet, wenn du diese Tools nutzt, und jeden Tag nutzt und nutzt und nutzt, dann kommt es in deine Gewohnheit hinein und dann gewöhnst du dich daran, dass das Leben angenehm ist, schön ist, dass es überall Möglichkeiten gibt, dass du Wunder siehst, Geschenke siehst, das Universum gibt dir kleine Hinweise, du kannst diese Hinweise verknüpfen und du hast Chancen und Möglichkeiten, die du ergreifen kannst. Also das ist der Sinn dieser Glückschallenge, die ja
knapp 3 Wochen geht. Und die Verhaltensforschung hat herausgefunden, wenn wir mindestens 3 Wochen an einer Sache dranbleiben, uns immer wieder dran erinnern, dann wird sie so in die Gewohnheit eingeprägt, also sie internalisiert sich, wie das so schön heißt, dann hast du sozusagen eine Einstiegshöhe und kannst weiterhin auch nach dieser Glückschallenge, weißt du, was du tun darfst, damit du dich ganz schnell wieder ins Glück hineinbewegst. Genau, Glück ist nämlich tatsächlich erlernbar, trainierbar. Und wie Michaela gerade gesagt hat, wir trainieren leider unser Gehirn auch in die negative Richtung. Also Zweifel ist auch etwas, was wir immer und immer wiederholen. Und auf diese Weise lernt unser Gehirn, der Träger dieses Gehirnes möchte gerne negative Gedanken haben. Und dann bekommen wir tatsächlich, wenn wir uns gerade entspannen und hinsetzen, gehen wir eher die Schleife abwärts. Und wir können aber auch genauso gut innerhalb von kurzer Zeit uns dazu hintrainieren, dass wir die Schleife nach oben gehen, dass wir tatsächlich, wenn wir nichts denken, denken wir ja auch immer, dann kommen ja immer Gedanken hoch, dass dann positive Gedanken hochkommen. Und man weiß inzwischen, dass Menschen, die positiv denken, wesentlich erfolgreicher sind und natürlich auch glücklicher. Und das Beste daran ist, wir teilen ja all unsere Emotionen mit allen anderen mit. Das heißt, wenn wir negativ drauf sind, wird unser Umfeld auch negativ beeinflusst. Und ein glücklicher Mensch steckt andere mit seinem Glücklichsein an. Das bedeutet, dass wir tatsächlich, wenn wir glücklich sind, erschaffen wir auch ein Umfeld, das wesentlich glücklicher ist, weil wir es vorleben, dass man das Leben auch so leben kann. Und ja, natürlich, gerade jetzt in diesen Zeiten gibt es ganz viele Argumente, wo wir sagen, ja, aber, wie soll ich denn da glücklich sein? Und auch da ist es so, man hat herausgefunden, die äußeren Umstände waren schon immer mal ganz schlecht oder mal besser, aber dennoch hat dies mit unserer Grundeinstellung nicht unbedingt etwas zu tun. Und man weiß, in der Tat ist es so, wenn etwas außergewöhnlich Tolles passiert, dann rauscht tatsächlich dieses Glücksempfinden nach oben. Aber nach kurzer Zeit geht es auch wieder bergab, dorthin, wo unser ursprüngliches Glückslevel ist. Und genauso umgekehrt, man hat also Probanden genommen und geschaut, die gerade irgendwie einen Unfall hatten oder querschnittsgelähmt sind oder im Rollstuhl saßen. Und auch da hat man festgestellt, ja, das Glücksempfinden geht tatsächlich nach unten. Aber nach kurzer Zeit geht es wieder auf diesen Ursprung zurück, wo das eigentliche Glückslevel zu finden ist. Und das bedeutet, wenn wir unser eigenes Glückslevel nicht anheben, werden wir immer wieder dort zu finden sein. Wenn du also jetzt glaubst, ich sehe das Leben eher auf diese Art und Weise, daran kann ich nichts ändern, doch kannst du. Du kannst dein eigenes Level anheben oder absenken. Kennen wir sehr gut. Und anheben tun wir es tatsächlich nicht mit großen, gigantischen Dingen, sondern mit vielen, vielen kleinen Ritualen und vielen, vielen kleinen Dingen. Und gerade jetzt hat man ja, weil ja Welttag des Glücks ist, schaut man ja immer, welche Länder sind denn eigentlich am glücklichsten. Deutschland ist wieder um 2 Stellen nach unten gerauscht, ist, glaube ich, auf Platz 16. Ganz weit oben sind Länder wie Finnland, wie Schweden, wie Norwegen. Und da hat man natürlich geguckt, warum sind die denn immer da oben? Ja, einmal natürlich, ja, ist da die soziale Sicherheit. Man ist dort aufgefangen. Aber auch Freundschaften sind dort sehr hoch. Und die Natur ist dort extremst hoch. Das heißt, da sind gewisse Werte. Man weiß inzwischen, ja, Geld macht auch glücklich bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis zu einer gewissen Summe. Ab einer gewissen Summe wird das Wohlbefinden noch angehoben, aber nicht mehr das eigentliche Glücklichsein. Weil dann hat man wieder all das, wie man normalerweise die Welt betrachtet. Man vergleicht sich mit anderen, bewertet andere oder aber man empfindet sich selber als unglücklich, weil man viele Dinge nicht hat. Das bedeutet, auch bei diesen Impulsen, die wir die nächsten 20 Tage jetzt gemeinsam machen, geht es hauptsächlich darum, mit kleinen Dingen, alltäglichen Dingen, auch wenn die Welt jetzt gerade so ist, wie sie ist, dein ganz persönliches Glücksempfinden anzuheben. Und darum geht es, egal wie die Welt gerade draußen vielleicht sich dir zeigt oder sich dir gestaltet, wie kannst du dennoch
deine Zufriedenheit anheben, und zwar dauerhaft. Und deswegen machen wir es eben 3 Wochen, 21 Tage, mit heute sind es 21 Tage und dann kommen 20 Tage diese Impulse und dann gibt es nochmal die Abschlussparty. Das heißt, wir wollen mal schauen, 21 Tage, 3 Wochen lang, wenn wir dabei bleiben und jeden Tag ein bisschen daran arbeiten, dann werden wir feststellen, dass wir es selber in der Hand haben. Ihr kennt ja das Gesetz der Resonanz, ne? Also wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Wir sind, du kannst dir vorstellen, wie so eine kleine eigene Fernsehstation und unsere Schwingungen, das, was wir alles denken, alles, was so in unserem Kopf losgeht und was wir in unserem Herzen fühlen, in unserem Emotionalkörper auch aussenden, das kommt als Antwort dann von unserem Umfeld zurück. Und wir haben eine Mission und wir haben eine ganz, ganz große Bitte an dich. Bitte mach bei dieser Glückschallenge so mit, konzentrier dich, fokussier dich darauf, bleib dran, mach sie jeden Tag. Notier dir deine ganzen Glücksmomente und beobachte deine Glücksgefühle und beobachte, was sich da tut. Denn es ist wirklich so, dass du immer weiter an deiner eigenen Glücksfähigkeit arbeiten kannst, dran bleibst und dadurch natürlich auch dein Glücksempfinden für andere Menschen, Glück ist ansteckend, denen auch mehr Glück gibst, sie sich auch viel lieber mit dir umgeben, denn mit glücklichen Menschen umgibt man sich einfach lieber. Glückliche Menschen sind beliebter. Also guck mal, wie es deinen Kollegen und Kolleginnen geht oder deinem Chef, wenn du plötzlich so eine strahlende Sonne an Glück bist. Jeder wird denken, boah, bist du verliebt oder verknallt oder was ist mit dir los? Also verliebe dich in dich selbst, mach diese Glückschallenge mit und hilf uns dabei, diese Mission zu erfüllen, dass wir ein riesengroßes Resonanzfeld aufbauen an glücklichen Menschen, was sich durch diese ganze Zeit hindurchträgt und uns alle auch wieder auf ein anderes Level hebt. Denn es geht darum, wirklich hohe Schwingungen zu haben, innerlich hohe Schwingungen zu halten und diese auszustrahlen, sodass sie sich über die ganze Welt verbreitet, weil das geht ganz, ganz schnell, wie die Quantenphysiker herausgefunden haben, kann das sehr, sehr schnell laufen, diese positiven Vibes, und die werden überall aufgefangen. Und dann bist du ein Teil der Lösung. Du bist auch ein Glücksbringer für andere Menschen. Und es gibt natürlich auch Tools, die besonders glücklich machen, und die kennen wir alle, und ich erzähle sie nochmal ganz kurz. Also, oder möchtest du was sagen? Ja, ich wollte eigentlich nur mal hier, dass ihr mal in den Chat reinschreibt, würde mich interessieren, was ist denn Glück für dich? Einfach mal nur kurz so ein Wort reinschreiben, also nicht viel schreiben, weil der rauscht bestimmt gleich durch der Chat. Also einfach nur mal schreiben, was ist Glück für dich? Verliebt sein, Zufriedenheit? Genau, Liebe. Während es noch rauscht, möchte ich die vorige Frage beantworten. Natürlich, wenn du dein Herz öffnest, übst du deine Intuition. Herz öffnen, sich glücklich fühlen, die Welt mit liebevollen Augen zu betrachten, dann bist du spüriger. Das ist natürlich die Glückschallenge, hilft dir auch dabei, deine Intuition auszubilden. Genau, Natur, Blumen, Familie, innerer Zustand, Katzen, Liebe, Erfüllung, Schokolade, ja. Musik hören ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Musik am Meer sitzen, Partnerschaft, tanzen. Also auch bitte, dass ihr selber mal für euch auch bitte bewahrt, was habt ihr da geschrieben? Das könnt ihr auch morgen in ein Workbook dann reinschreiben, was Glück für dich ist. Und dann schauen wir mal, was du in 20 Tagen sagst, was Glück für dich ist. Erfüllung, Vogelgezwitscher, Skitouren, Gesundheit, Liebe, Singen, Freiheit. Super, wunderschön, genau. Da seid ihr schon ganz, ganz viel bei diesem Glücklichsein. Tanzen, Leichtigkeit. Das Wunderbare ist ja, dass man Glück immer wiederholen kann. Also man kann Erinnerungen rausholen, und das wird auch in den Glücksimpulsen Thema sein. Du kannst dich immer wieder in einen Glückszustand zurückversetzen, indem du dich an die Dinge erinnerst oder an die Erlebnisse erinnerst, die dich glücklich machen oder glücklich gemacht haben. Und es gibt natürlich das schöne Wort Endorphine, das hast du wahrscheinlich schon gelesen. Endorphine sind Glückshormone. Das ist sozusagen der Oberbegriff für die Glückshormone. Und die großen Glückshormone sind Dopamin, Serotonin und Oxytocin. Das klingt jetzt alles total lateinisch und ich weiß nicht, wie komplex. Im Grunde genommen ist es super einfach. Wir alle wissen, was uns glücklich macht.
Wir haben nur in der letzten Zeit zu wenig davon gehabt. Und das ist genau unsere Vision, dass wir sagen, komm, lass uns gemeinsam an unser Glück wieder erinnern, lass uns gemeinsam unser Herz fassen, mutig sein und uns glücklich empfinden. Denn ich stelle dir die Frage aller Fragen. Was nützt es der Welt, wenn wir unglücklich sind? Ja, es gibt Trilliarden Gründe, unglücklich zu sein. Die gab es übrigens schon immer, seit Anbeginn der Menschheit. Das hat sich kaum verändert. Wir sind nur sehr, sehr viele und jetzt bekommen wir das auch alles mit. Früher hat man das nicht so mitbekommen, aber es war leider immer schon eine große Herausforderung, Frieden auf der Welt zu schaffen. Aber wem nützt es, wenn du unglücklich bist? Es nützt doch der Welt viel, viel mehr, wenn du glücklich bist. Ein glücklicher Mensch macht andere Menschen glücklich. Genau, vielen lieben Dank für die Bestätigung. Genau, und wenn es darum geht, und das ist ja unser tiefster Herzenswunsch, dass es endlich Harmonie und Frieden gibt auf der Welt, dann fängt doch die Harmonie und der Frieden mit uns selber an. Damit, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse gut kennen, unsere eigenen Bedürfnisse auch kommunizieren, dass wir sie auch uns erfüllen, dass wir uns das geben, was uns fehlt, dass wir nicht denken, der andere muss mich glücklich machen, sondern dass wir zutiefst wissen, das fängt bei mir an, bei meiner Herzensbildung, bei meiner Charakterbildung, bei dem, wie ich denke, wie ich handle, was ich rede, was ich sage, was ich vermittle, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Also ich denke, wenn uns das gelingt, so viele Menschen, die jetzt bei dieser Glückschallenge dabei sind, anzustecken und ihr mindestens 5 Menschen von dieser Glückschallenge erzählt und vielleicht sogar die Mails weiterleitet und sagt, hey, du bist traurig, du bist einsam, dir geht es nicht gut, du bedauerst vieles oder du hast jetzt gerade eine schlechte Zeit. Leitet diese Mails einfach weiter an die, weil jeder braucht ein bisschen Glück und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr dieses Glücksfeld mit uns allen einfach erweitert und erweitert. Wollen wir das machen? Ich würde gerne nochmal den Impuls von dir mit nochmal aufnehmen. Glück lässt sich wiederholen, also wieder herholen. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, denn jeder von uns hatte bestimmt schon mal das Gefühl, zu 100% glücklich gewesen zu sein. Jeder von uns hatte solche Momente und an die können wir uns auch erinnern. Das kann sein, dass wir barfuß durch die Wiese gelaufen sind oder einen Sonnenuntergang, den wir gesehen haben oder vielleicht der erste Kuss oder vielleicht das erste Ja-Wort oder die erste Scheidung. Oder vielleicht tatsächlich die Geburt eines Kindes. Aber das kann auch was Kleines sein, wie wir Segeln waren oder ein Naturereignis. Oder die erste Blume, die aufblüht im Garten. Genau. Und ich würde euch mal bitten, auch da, schreibt mal kurz in den Chat hinein, wo warst du mal zu 100% glücklich? Und das behältst du dann auch für dich. Dann gehe ich gleich auf die nächste Frage sozusagen ein. Also, schreib mal hier rein, wann warst du zu 100% glücklich? Und das schreibst du mal hier rein und dann, während du das tust, beobachte dich selbst mal ein bisschen. Also du erinnerst dich ja an die Situation, da beim Tanzen, beim Drachenflug, heute Mittag, wow, genau, wie schön. Meine Hochzeit, bei der Geburt meines Kindes, im Garten, genau. Und überlege dir mal, während du das schreibst, was für ein Gefühl kommt da hoch, wenn du gerade daran zurückdenkst. Am Meer, beim Tanzen, an meinem Zaubertag, Geburt meines Sohnes, ohne Gedanken beim Meditieren, das erste Lachen meiner Tochter. Genau. Also geh mal gedanklich in diesen Moment hinein. Ne? Mein Enkelkind geboren, auf dem Gipfel eines Berges, genau. Geburt meiner Lalli. Also es kann was Großes sein oder was Kleines sein. Glück bewertet nicht, ob es groß oder klein ist, sondern es ist ein ganz starkes Empfinden. So, also, du gehst jetzt mal gedanklich nochmal in diesen Aspekt hinein, wo du sagst, da war ich zu 100% glücklich. Und dann stell dir selber mal die Frage, hat es sich dafür gelohnt zu leben? Also geh nochmal in die Erinnerung, wie war das? Und dann beantworte die Frage für dich, hat es sich dafür gelohnt zu leben? Und kannst gerne hier auch in den Chat nochmal reinschreiben, ob es ein Ja ist.
Dann haben wir Geburt meines Sohnes. Ja, genau. Oh, ja, schön. Genau. Genau, ja, Freude und ja, so schön. Absolut. Ja. Ja, genau. Jetzt kommen ganz viele, ich sage es jetzt bei der Aufzeichnung, sieht man es ja nicht mehr, kommen ganz viele Ja's, absolut, definitiv, ja, unbedingt, ja, mit ganz vielen Ja's. Und wir sehen schon, wie schnell wir plötzlich an der Sinnhaftigkeit unseres Lebens sind. Und wir haben viele solcher Glücksmomente gehabt und dafür hat es sich gelohnt zu leben. Und wenn wir nun viele solcher einzelnen Glücksmomente sammeln, also du kannst gerne mal aufschreiben, wo du überall sagst, da war ich zu 100% glücklich und da auch. Und dabei spielt es keine Rolle, was sich dann anschließend entwickelt hat. Also nimm mal der erste Kuss und dann wurde vielleicht nichts draus und sagst du, oh, das ist aber eine traurige Geschichte. Aber der Moment des ersten Kusses, boah, der war intensiv und ganz groß. Und wenn wir uns mehrere solcher Momente wieder in Erinnerung holen, sind wir glücklich, sind wir beseelt. Denn wie Michaela gesagt hat, Glück lässt sich wiederholen, wieder herholen. Das heißt, wollen wir glücklich sein, schreib dir viele solcher kleiner Momente auf und du wirst sofort ein Glücksempfinden haben und gleichzeitig trainierst du dein Gehirn. Wenn ich so viele Glücksmomente in meinem Leben erschaffen konnte und erlebt habe, dann lernt das Gehirn, dann bin ich ja fähig, weiterhin solche wundervollen Momente in meinem Leben zu kreieren. Das heißt, einmal durch die Erinnerung, durch das Wiederherholen, sind wir glücklich und beseelt, empfinden sogar eine Sinnhaftigkeit für unser Leben und gleichzeitig trainieren wir unser Gehirn, dass unser Leben künftig noch mehr solche außergewöhnlichen, schönen, wundervollen Momente der Wahrhaftigkeit, denn das ist das, was geschehen ist. Wenn wir einen Sonnenuntergang sehen, sind wir zu 100% wahrhaftig und deswegen erinnern wir uns so intensiv daran. Das heißt, wir haben plötzlich diesen Alltagsroutine, wo alles an uns vorbeischwebt, aufgehoben und haben den Fokus auf einen einzigen Moment, nämlich diesen gelegt. Und deswegen hat er heute noch, wenn wir uns daran zurückerinnern, eben nicht nur Bilder und Worte, sondern eben Gefühle, diese Glücksgefühle. Und die können wir immer und immer wieder abrufen. Und das tun wir, indem wir einfach nur uns gedanklich wieder dort hineinbegeben. Genau, also wir werden auch gemeinsam jetzt noch eine Meditation machen, aber bevor wir das tun, möchte ich noch gerne die drei Glückshormone nochmal so ganz genau beschreiben. Und zwar Serotonin, das ist das Glückshormon, was ausgeschüttet wird, wenn wir uns bewegen. Ich weiß, der Winter war sehr, sehr lang und ganz viele von uns haben einen sitzenden Job, wir sitzen auch ganz, ganz viel. Und wie gesagt, wenn wir uns bewegen, schüttet der Körper, das Gehirn sofort Glückshormone aus, denn wir sind nämlich darauf angelegt, dass wir in der Natur viel spazieren gehen, dass wir uns bewegen. Also mehrheitlich zu sitzen ist nicht so ein guter Plan. Es hat schon mehr, macht schon mehr Sinn, wenn wir uns ein bisschen mehr bewegen, wenn wir viel spazieren gehen oder wenn wir auch schnell spazieren gehen oder eben auch laufen oder joggen. Gut, das ist Serotonin. Dann Dopamin, das ist ein Glückshormon, das haben wir natürlich am allerliebsten, weil es ist das Belohnungsglückshormon. Und Belohnungen, da können wir uns ganz, ganz viele geben. Belohnung kann auch zum Beispiel Essen sein. Und natürlich am liebsten Schokolade, aber die dunkle Schokolade. Eine, die ganz, ganz wenig Zucker hat und ganz viel groß, also hohen Kakaoanteil. Also ab 75%, da schüttet das Gehirn Glückshormone aus. Belohnungshormone, Dopamin schüttet es auch, wenn wir eine Challenge gemacht haben. Also zum Beispiel, du könntest dir nach dieser Glückschallenge überlegen, wenn ich die tatsächlich mitgemacht habe mit Michaela und Pierre und unserem Team, wenn ich das geschafft habe, immer an meinem Glück dran zu bleiben, dann belohne ich mich mit etwas. Das kann ein kleiner Edelstein sein, das kann irgendetwas sein, was du ganz besonders magst oder ein Reinschreibbuch oder eine Glücksbox oder was auch immer. Markiere dir sozusagen das Ziel mit einer Belohnung und dann arbeitet das Gehirn ganz, ganz besonders gerne in diese Richtung dieses Zieles. Und dann haben wir noch Oxytocin und Oxytocin wird ausgeschüttet, wenn wir uns lieb haben.
Also Oxytocin wird ausgeschüttet, wenn wir uns umarmen, und zwar mindestens 30 Sekunden lang. Also nicht nur Bussi, Bussi, sondern wirklich das Gegenüber halten, 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 mindestens 30 Sekunden. Und dann schüttet das Gehirn Glückshormone aus. Es ist auch das Bindungshormon. Und wie wir ja wissen von den vielen, vielen Glücksforschern, die sich damit schon seit Jahrzehnten beschäftigen, was macht denn den Menschen wirklich glücklich? Weil der scheint ja immer ständig irgendwie nach dem Glück zu fahnden, zu suchen, zu rennen. Was macht den Menschen wirklich glücklich? Und das sind liebevolle Beziehungen. Und das haben wir, der Pierre und ich, wir schätzen uns sehr, sehr glücklich. Wir haben uns es aber auch so gemacht, wir haben uns das Leben auch so gestaltet, dass wir mit unserem Happiness-Haus glücklich sind, mit unserem Team sehr, sehr glücklich sind, ganz besonders stolz sind, dass sie diese Glückschallenge gemacht haben. Also nochmal ein ganz riesengroßes Dankeschön an Henrike und Julia und Pia und Isabel, die auch im Kundensupport für uns da sind. Und Pia, genau, habe ich gesagt, Pia und Isabel und Henrike, die dieses schöne Workbook gemacht hat, und Julia, die das alles so mit einer unglaublichen Liebe und Detailgetreuheit immer wieder sich anschaut, und natürlich an Pierre, der die vielen, vielen Videos für euch, denn ihr bekommt jetzt jeden Tag. Ja. Aber ich möchte gleich, man muss dazu sagen, wir sind wirklich mit unserem Team, sind wir gesegnet bei Happiness House. Ich muss dazu sagen, in diesem Fall kam diese Idee von Henrike, unserer Chefmitarbeiterin, muss man sagen, die gesagt hat, schon vor Wochen wollen wir sowas machen. Und dann sozusagen hat sie uns alle euphorisiert, und dann sind wir alle, das gesamte Team, dabei, das zu bewerkstelligen. Und ja, in der Tat, also ich kann es gerne nochmal aufzählen, was wir jetzt die nächsten 20 Tage vorhaben. Also jeden Tag eine sehr ausführliche Impulsmail. Dort findest du einen Button, wo du jeden Tag tatsächlich ein Video von mir sehen kannst. Also wenn du mich noch sehen kannst, dann kannst du mich da sehen, und zwar so 5 bis 8 Minuten. Ich kann dich seit 31 Jahren sehen, Schatz. Ja, das mal so, mal so. Für 3 Wochen. Es sei denn, du verschwindest. Aber du schaffst es nicht mehr, 5 Minuten zu töten. Muss man auch sagen. Nach 30 Jahren Ehe geht das nicht mehr. Ich kenne halt alle Geschichten schon. Genau. Also deswegen habe ich die Videos gemacht, damit ich endlich mal ausreden kann. Also da rede ich dann sehr intensiv und ausführlich über den jeweiligen Tagesimpuls, warum wir ihn machen, warum er effektiv ist, und erzähle ein paar Geschichten dazu, auch wie wir ihn am besten und wann wir ihn am besten ausführen können. Dann natürlich kann ich dir auch die Mail vorlesen, da gibt es auch einen Button, und dann kannst du dir meine samtweiche Stimme, da bin ich ganz nah am Mikrofon und bin wirklich weich, ich weiß ja nicht, wann du es hörst, aber vielleicht beim Einschlafen abends oder morgens in der Früh, also da wollte ich dich nicht erschrecken, da bin ich sehr, also jetzt werden alle wahrscheinlich ganz neugierig sein, wann kommt denn die Mail, wann kann ich denn da ein Lied erzählen? Genau. Und dann ist der Pierre bei ganz vielen im Bett, genau, das ist okay. Genau. Das hört sich dann so an. Hallo, Herzensmensch. So ungefähr hört sich dann an. Ja, da musst du nicht lachen. Das hört sich tatsächlich so an. Da bin ich sehr gespannt. Genau. Und dann gibt es natürlich noch ein Workbook. Das findet ihr ganz unten in der Mail. Und Zum Downloaden. Wunderschönes Workbook. Genau. Ja, weil ihr sollt ja reinschreiben. Und da gibt es ganz viel zum Abhaken und so. Und der Glückstracker. Erfolgstracker. Genau, da kannst du dann sehen, was habe ich denn alles getan und wo befinde ich mich gerade. Und dann gibt es ja nicht nur die heutige Live-Sendung, sondern noch 3 weitere Live-Sendungen. Also einmal mit Janine Gruner, unserer Power-Coachin, die ganz viel über Glück und Leichtigkeit erzählen wird. Und natürlich nochmal 2 Live-Events mit uns. Genau, das heißt, wir machen eine Zwischensendung, also in diesen 3 Wochen zwischendurch. So ein Resümee. Um so ein Resümee zu gucken, Feedback, wie geht es euch damit, was braucht ihr, wie gefällt es euch? Und zum Schluss, da sind wir dann alle zusammen und auch wieder über Zoom, und dann feiern wir uns. Ja, weil ich dann die Haare so nach oben mache. Ja, genau, ja, dann so. Mache ich nochmal. Ja. Ja, la, 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 la. Hast du das Gleiche wieder an? Nein. Ach so, weil du machst dann so, dachte ich. Ja, dann schüttel ich mich schon mal. Ach so, also wir sehen dann mich mit solchen Haaren und Julia, eigentlich Michael, aber sich so schütteln. Ja. Wer es mag? Tanzen macht glücklich. Okay. Lachen macht glücklich. Lach-Yoga macht glücklich. Also wir haben ganz viele Tools, genau, die glücklich machen. Genau. Hast du in den Videos auch die Haare schön? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, Pierre hat eine Erwartungshaltung an seine Haare, die sie seit Jahren nicht mehr erfüllen. Ich habe die Haare schön. Ich habe keine Erwartungshaltung an meine Haare mehr. Ich sage mal einfach. Also sagen wir mal, alles unterhalb der Haare ist glücklich.
Genau. Nein, meine Haare. Aber das ist genetisch bedingt. Seit 5 Jahren haben die ein Eigenleben entwickelt. Ich glaube, die sind schon in Verbindung mit den höheren Regionen. Die machen nämlich Wirbel. Die machen seit neuestem einen Wirbel, also seit 5 Jahren. Also bisher hat Michaela den Wirbel gemacht, jetzt seit ein paar Jahren machen meine Haare diesen Wirbel. Diesen Wirbel, und seitdem ist er nie happy. Die Haare steigen schon auf, so kann man sagen. Der Rest ist noch irdisch. Genau. Und deswegen muss ich manchmal die Haare bändigen und sagen, nee, ihr bleibt auch noch hier. Ja, ja, genau. So sieht es bei uns aus. Auf gar keinen Fall zur Seite oder so. So, jetzt haben wir mal einen Einblick bekommen in unsere glückliche Ehe. Ja. Es soll nichts Schlimmeres passieren, als ich muss noch mal die Haare schön machen. Es soll gar nichts passieren. Ja, genau. Also, ihr Süßen, wollen wir gemeinsam eine schöne Glücksmeditation machen? Tada. Denn meine Stimme macht auch glücklich. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Alleine deswegen mache ich gerne so viele Live-Events, weil dann höre ich auch mal, die Stimme kann auch so klingen. So, ja. Und zwar, wie sie jetzt gleich klingt. Genau. Das heißt, ich lasse dich jetzt mal hier. Genau, du kannst noch mal gucken, ob die Haare sitzen. Ja, ich kann jetzt mal mir dann was trinken, dann kann ich, habe ich einen sitzen. Also, ich hatte ja erwähnt, dass das Gehirn nur Lösungen findet, wenn es total entspannt ist und gelassen ist. Und diese Gelassenheit, da gibt es auch ein super Tool, das mache ich immer vor jeder Meditation, auch bei Happiness House. Es ist eine super easy Atemsache. Und zwar können wir unser Gehirn, unser Stammhirn ganz, ganz schnell in die gelassene Haltung bringen, indem wir langsam durch die Nase einatmen, kurz innehalten und langsam durch den Mund wieder ausatmen. Kurz innehalten und wieder durch die Nase einatmen und dann und so weiter. Okay, das machen wir gemeinsam. Ihr seht schon, ich freue mich total. Also reibt mal die Hände und knetet sie so ein bisschen, damit die Energie schön fließen kann. Und dann die Hände mit den Handflächen nach oben einfach auf die Oberschenkel legen. Schließ die Augen und folge einfach meiner Stimme. Okay? Also, lass uns mal gemeinsam einatmen. Ich zähle den ersten Atem ein, damit wir das Glücksfeld gemeinsam aufbauen können. 3, 2, 1. Kurz innehalten und dann wieder ausatmen durch den Mund. Durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Stell dir nun vor deinem geistigen Auge vor, wie du auf einer wunderschönen Lichtung stehst. Du stehst auf dieser Lichtung und die Sonnenstrahlen küssen dein Haupthaar und die Wärme der Sonne umarmt dich. Und du stehst mitten auf dieser Lichtung und du lässt Lichtwurzeln bis zum Mittelpunkt von Mutter Erde wachsen. Und jetzt nimmst du diese lichtvolle, liebevolle Energie vom Mittelpunkt von Mutter Erde und ziehst sie über deine Fußchakren, über deine Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, Hüftraum, Bauchraum, Brustraum, Halsraum, Kopfraum bis ganz nach oben. Über dein Kronenchakra bis zum Mittelpunkt von Vater Himmel. Und du bist vollkommen verankert. Du bist die vollkommene Verbindung zwischen Himmel und Erde. Spüre, wie du vollkommen im Einklang bist und in dir ruhst. Jetzt siehst du vor deinem geistigen Auge einen Schmetterling dir entgegenflattern. Dieser Schmetterling, der umflattert deinen Kopf und er ist ganz, ganz lebendig und aufgeregt. Und du nimmst telepathische Verbindung mit diesem Schmetterling auf und er bedeutet dir, ihm zu folgen. Und neugierig gehst du hinter diesem flatternden Schmetterling her, bis ihr an einen wunderschönen Waldesrand kommt. Dieser Wald ist saftig und grün und du hörst die Vögel zwitschern
und alles gurrt und gluckst und hat einen wunderschönen, holzigen, moosigen Duft. Und der Schmetterling flattert in diesen Wald hinein und du folgst ihm, bis ihr an einen fließenden Bach kommt. Und dieser Bach hat das reinste Wasser, was du je gesehen hast. Es ist so unwiderstehlich, dass du die Schuhe ausziehst und dich in diesen Bach hineinstellst. Ah, wie erfrischend und klar. Und es ist so kostbar, dieses Wasser, dass du ein paar Schlucke davon trinken möchtest. So gestärkt von diesem frischen, klaren Bachwasser steigst du aus dem Bach wieder aus, ziehst die Schuhe an und folgst dem Schmetterling, bis ihr an eine kleine Hütte kommt. Und diese Hütte sieht total zauberhaft aus. Sie hat Moos auf dem Dach und sie hat einen schönen Garten. Und da blühen schon die ersten Blumen. Ganz bunt. Und das Gartentürchen ist offen. Und du gehst durch das Gartentürchen zu dem Haus und auch die Haustür ist offen. Und du folgst dieser Einladung und stehst jetzt mitten im Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer ist wunderschön, in ganz angenehmen Farben gehalten. Es ist niemand da. Und du siehst eine Treppe, die nach unten führt. Und du gehst Schritt für Schritt diese Treppe nach unten, ganz neugierig. Und die knackt und knarzt. Und du siehst eine erneute Tür, die einen Spalt offen ist. Und da ist ein wunderschönes Licht, kommt aus diesem Spalt. Und du öffnest diese Tür. Und du bist vollkommen überwältigt von der Schönheit. Dieser Raum ist golden. Er ist überfließend an goldener, lichtvoller Energie. Und in der Mitte dieses Raumes siehst du eine Schatztruhe. Und da steckt der Schlüssel. Du drehst den Schlüssel langsam um. Und du öffnest diese Truhe. Wow, du bist vollkommen überrascht. In der Mitte dieser Truhe, im Deckel, steht dein Name. Und du schaust, da ist ein Schatz. Und das ist dein Schatz. Und du lässt deine Finger über diese wunderschönen Stücke gleiten. Alles ist so prachtvoll und so kostbar. Du kannst es kaum glauben, aber das ist dein Schatz. Du bist überwältigt, voller Glück und Dankbarkeit. Und jetzt hast du das Gefühl, dass du ein paar von diesen wundervollen Geschenken mitnehmen möchtest und dass du diese Schatztruhe verschließen möchtest und den Schlüssel im Schloss umdrehst. Und du ziehst den Schlüssel ab und hältst ihn ganz, ganz fest in deiner Hand. Und in der einen Hand hältst du die ganzen Gaben und Geschenke, die du jetzt mitnimmst, und in der anderen Hand hältst du diesen Schlüssel. Und so glücksbeseelt gehst du die Treppe langsam wieder nach oben und du weißt tief in deinem Herzen, das ist mein Schatz und ich kann immer, immer wieder dahin zurückkehren. Ich habe den Schlüssel in meiner Hand. Ich habe mich selbst wiedergefunden. Und du betrittst das Wohnzimmer und es ist wieder so wohlig und geborgen und warm und liebevoll eingerichtet. Und du bedankst dich bei dieser kleinen Hütte, die dir so wunderbar das Zuhause gibt für deinen Schatz. Und du trittst wieder raus
in den kleinen Vorgarten und siehe da, der Schmetterling ist wieder da und er umflattert deinen Kopf und du gehst glücksbeseelt hinter diesem Schmetterling wieder zurück zu diesem Bach. Und du gehst am Bach entlang zu einer Stelle, wo er einen kleinen See bildet. Und dieser See ist ganz, ganz ruhig und glatt. Und du schaust in diesen See hinein und du siehst dein glückliches Gesicht. Du siehst, wie schön du bist, wie wunderschön du bist. Und du siehst in deine Augen hinein, aus denen deine Seele spricht. Und dich durchflutet eine Welle von Dankbarkeit und Liebe dir selbst gegenüber und dem Geschenk des Lebens. Und du nickst dir noch einmal kurz zu und gehst dann wieder weiter. Und der Schmetterling folgt dir, bis ihr gemeinsam wieder zurück auf dieser Lichtung angekommen seid. Du hältst den Schlüssel zu deinem Schatz fest in der Hand und deine Gaben und Geschenke auch. Und du bedankst dich bei diesem wunderbaren Wesen, diesem Schmetterling, der dir voller Leichtigkeit deinen Weg zu deinem Schatz gezeigt hat. Und wisse tief in deinem Herzen, das ist dein Schatz. Du kannst immer, immer, immer dahin zurückkehren. Du hast immer die Möglichkeit, deine Gaben und deine Geschenke zu sehen und zu spüren, wie wundervoll du bist. Und halte diesen Schlüssel vor dein Herz und atme ganz, ganz, ganz tief ein und aus. Und weil du so reich beschenkt bist, hast du das tiefe Gefühl, allen deinen Lieblingsmenschen diese Energie zu geben, dieses Licht und diese Liebe zukommen zu lassen. Und du stehst da und sendest jetzt ein kraftvolles Feld aus deinem Herzen heraus an Licht und Liebe zu deiner Familie, zu deinen Freunden, zu deinen Lieblingsmenschen, zu allen Menschen, die es jetzt ganz besonders brauchen, in deine Stadt, in dein Land, über dein Land heraus, an alle Stellen dieser wundervollen Mutter Erde, wo ganz, ganz viel Licht und Liebe gebraucht wird. Und sieh, wie wir alle einen Kreis bilden, einen riesengroßen Kreis, und wie wir alle Mutter Erde umarmen, Millionen von Menschen dastehen, und eine Mission haben und eine Vision. Möge Liebe, Frieden und Harmonie herrschen auf der Erde und auf allen Ebenen und durch alle Zeiten. So sei es und so ist es. Danke, danke, danke. Und atme ein paar Mal tief ein und aus und du kannst dich recken und strecken und schütteln. Und ich danke dir für deine liebevolle Aufmerksamkeit. Ihr Süßen, vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns seid. Wir sind so glücklich, dass es euch gibt und dass ihr mit uns diese Mission weitertragt und dass ihr bei euch anfangt, denn ihr seid die wichtigsten Menschen in eurem Leben und in unserem auch. Okay? Genau, wir haben viel vor die nächsten 20 Tage. Neumond steht vor der Tür. Ja, Frühlingsanfang. Genau. Alles. Also, wir können neu beginnen und das tun wir auch. Habt es ganz, ganz fein. Tschüss, bis ganz bald. Bis morgen. Bis morgen bei der Glückschallenge. Bis dann. Tschüss. Macht's gut.